Leute, ich stehe hier mit Toni Dreher. Hallo! Die O-Bros sind hyped. Es ist Dienstag, morgen ist der 1. Mai, das heißt, morgen ist frei. Auf jeden Fall bin ich jetzt früher gegangen. Ich fahre mit dem Zug nach Koblenz, da steht ja noch mein Auto. Jetzt schließt sich auch langsam der Kreis, warum ich kein Auto in Münster habe. Ich habe das da nämlich stehen gelassen, weil ich von Koblenz dann noch knapp über eine Stunde weiterfahren werde nach Kirchheim-Bolanden. Kirchheim-Bolanden, ihr habt richtig gehört, das ist the place to be. Zumindest heute Abend. Denn heute Abend ist da die Jesus Night. Ich war noch nie auf der Jesus Night. Ist auf jeden Fall so ein Konzertabend mit verschiedensten Bands. Zum Beispiel Good Weather Forecast. Und ich bin super gespannt und ich nehme euch auf jeden Fall mit. Leute, wenn ihr mich fragen würdet, wofür ich mein meistes Geld ausgebe, Bahnfahrten. Und Bahnfahren ist so teuer. Ich bin ganz ehrlich, wenn man auch an die Umwelt denkt und so, und zum Thema Leute sollen weniger Auto fahren, weniger fliegen, bla bla, dann macht doch mal die Bahnpreise ein bisschen erschwinglicher. Also wirklich gibt es so viel Geld für Bahnfahrten aus. Das ist nicht normal. Angekommen bei der Jesus Night. Ich bin genau richtig reingekommen zum Beten und zum Besprechen. Stehe gerade auf der Bühne, völlig unberechtigt, weil ich mache heute gar nichts. Aber Good Weather Forecast ist hier. Toni ist hier. Toni ist die Siegerin von Germany's Next Topmodel. Die O-Bros sind da. Eine Worship Band ist da. Genau, dort treffen sich gerade die Leute nur beten. Also richtig nice. Und ich freue mich. Wie viele Leute passen hier rein? 800 Leute. Und ich bin gespannt, tatsächlich Leute, ne? Ihr wisst ja schon aus meinem Vlog, wo ich auf dem Beyoncé-Konzert war, dass ich noch nie zuvor auf einem Konzert war. Und ich war auch noch nie, obwohl ich christlich aufgewachsen bin, bla bla, auf so christlichen Konzerten. Und ich freue mich mega. Also ich bin richtig, richtig hyped. Oh Leute, ich vermisse das so. Ich war so lange nicht mehr als Poetry Slammerin auf einer Bühne. So, es füllt sich langsam. Geil, die Crowd ist fett und ich sehe schon mal, die erste Reihe kenne ich schon jetzt. Es ist super dunkel, aber den Anfang machen die Kick-Off-DJs. Ich bin so, so, so gespannt. Es wird richtig fett. Viel Spaß, Leute! Ich stehe hier mit Toni Dreher. Hallo! Germany's. Du bist eigentlich nicht Germany's Next Top, aber du bist einfach Germany's Last Topmodel. Germany's Last Topmodel und bekennende Christin. Of course. So Hammer. Danke. Kannst du irgendwie berichten, was hat dein Glaube in dieser ganzen Staffelzeit dir gebracht, sag ich jetzt mal? Was sie mir gebracht hat, den Sieg. Amen. Und tatsächlich auch dieses Durchhaltevermögen. Oh Gott, ich bin so oft im Badezimmer echt zwei Wochen lang gedacht, ich bin nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, nee, God wouldn't want that. Also ja. Ich habe da wirklich immer durchgezogen und ja. Habe aus ihm immer wieder Kraft, also geschöpft und
die ganze Zeit ist einfach viel, viel schöner gewesen, einfach weil ich kleine Dinge auch wertgeschätzt habe. Und zelebriert hast wahrscheinlich, ne? Ja. Voll Hammer. Ich freue mich mega, Toni kennenzulernen. Und Leute, zusammen ist man einfach stärker. Ich finde es auch gerade so, hey, christliche Frauen, connectet euch. Tut euch einfach zusammen und ermutigt euch, gerade in den Zeiten, wo es irgendwie schwierig wird, zu sagen, so, hey, wir laufen noch eine Runde und noch eine Runde und noch eine Runde. Und der Sieg, den du auch errungen hast, der ist ja schon längst unser. It is done und it is finished. Und das ist voll befreiend. Ich freue mich mega auf das, was du heute Abend zu sagen hast. Ja, ich freue mich auch. Wir sind sehr gespannt. Und es ist einfach so Hammer zu sehen, dass Gott in jeden einzelnen Talent reingelegt hat, in jeden einzelnen Befähigung. Und auch wie viele Leute hier im Hintergrund mitarbeiten, an der Kamera sitzen, an der Technik sitzen. Und jeder Einzelne davon ist wichtig und wird gebraucht. Wirklich jeder Einzelne. Oh Leute, ich muss sagen, ich werde langsam müde, aber der Abend ist noch lange nicht vorbei. Und als nächstes ist Good Weather Forecast. Good Weather Forecast. Und die Boys sind schon richtig lange im Business. Ich bin super gespannt, weil ich sie noch nie gehört habe. Ich blicke mal so über die Schulter beim Aufbau. Ich gehe mal zum Frontmann. Aloha. Aloha. What up? Wie fühlst du dich eigentlich so kurz vorm Auftritt? Bist du ganz gechillt nach so vielen Jahren? Sehe ich so alt aus, oder? Nach so vielen Jahren? Ich weiß doch, dass ihr lange im Business seid. Ich habe euch gewikipediert. Ja. Na, safe. Ja, ich bin dann ziemlich gechillt. Ja. Ja. Also es gibt natürlich Auftritte, in denen ich richtig aufgeregt bin. Mhm. Jetzt, wir haben in LA ein Showcase gespielt vor 4 Wochen. Ich hab mir fast in die Hose gemacht. Ja gut, L.A. ist ein anderes Pflaster als so hier irgendwie Kirchheim Hollywood. Ne? Wir haben echt Hollywood gespielt, das war echt so. Oh. Aber jetzt, heute ist es ganz spannend. Ganz spannend, ne? Ja. Aber trotzdem eine gewisse Ehrfurcht, ne? Immer. Immer. Wenn sie verloren wichtig. Geht, dann ist... Voll. Ich sag auch zum Beispiel für meinen Medizinerberuf so, Prio Nummer 1 ist niemals die Ehrfurcht verlieren vor dem, was ich tue. Ja, voll. Auch wenn ich meine 100.000. Gallenblase operiere oder so. Come on. Weißt du? Come on. Hast du schon mal eine Gallenblase operiert? Nein, aber irgendwann werde ich das. Ja? So, Leute, ich habe hier so eine Kreuzwand entdeckt. Und trage mich jetzt auch mal hier ein. Es geht schon weiter mit Good Weather Forecast. Ich habe den Anfang verpasst. Es ist gerade losgegangen und ich freue mich mega. Ich habe dir das verstanden, Jesus Christ. Die Jesus Night jetzt nochmal im Rückblick. Also tatsächlich, ich war als noch jüngerer Mensch nie selbst auf so christlichen Veranstaltungen und will das meinen Kindern auf gar keinen Fall vorenthalten, weil es, glaube ich, einfach Orte sind, wo Christen untereinander sind und sich ermutigen können. Ich glaube, das ist kein Ort, wo Christen untereinander bleiben sollten, sondern im Gegenteil, ladet Leute ein, die Jesus noch nicht kennen, ladet Leute ein, die das mal miterleben sollen, die diesen Geist in diesem Raum einfach spüren sollen. Ich fand die Gigs mega cool, Good Weather Forecast zum ersten Mal live erlebt, super sympathisch gewesen, die O-Bros abgerissen wie gewohnt, richtig, richtig cool. Danke an die Veranstalter, das war mega nett, thanks for having me, backstage mit meiner Vlog-Kamera, appreciate that und jetzt geht's in die Uni.